Hallo und willkommen zurück bei Fortress Kräfte Wolf Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Ja, vom Dach geht's in den Keller. Genau, wir haben jetzt einen Kontrollrundgang gemacht. Es steht alles soweit, also es ist alles fertig da oben. Mhm. Ich schaue noch schnell, was als nächstes im Labor ansteht. Dann komme ich zu dir runter. Ah, du hast irgendwas, das Metall. Metal Eloise und dann danach das mit dem Akku. Mhm. Ah, da brauchen wir die XL Experiment Pods, die Basic und die Intermediate. Okay. Aber du warst schon fleißig und hast vorproduziert. Ich habe ein bisschen was vorproduziert, also für die ersten Projekte müsste ausreichen. Müsste es reichen. So, ich gehe mal vorläufig oder schon mal da, vor. Diese da. Runter. Da. Die Tipper wird uns dann da gleich helfen bei der Kohleanreicherung. Basic, glaube ich, waren auch dabei, ja. Da. Suchst du was? Suchst du den Kohleblock? Nein, ich überlege gerade, warum ich eine Kohleanreicherung gebaut habe, wenn da eh so viel steht. Ja, könnte ja sein, dass man irgendwo anders anreichern. Spannend. Ja, also das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Ich dachte, das habe ich für die Aufnahme aufgehoben, aber da habe ich sogar schon aufgebaut. So, dann füllen wir das Ganze mal da rein. Ja, okay, dann brauchen wir das dann nur mehr anschließen. Und dann können wir ja das, glaube ich, starten. Ja, schön. Da bin ich. Den Rest nehme ich dann einfach raus und ja, die Energie wird dann verpulvert. Cool. Street ist noch immer bei Null. Wer weiß wie lange. So, dann schaue ich mal runter zum anderen und seiner Kohle. Das wäre praktisch, weil dann kann ich da vorne die Kohle reinleiten. Gleich von da weg. Ja, da könnte es der zweite Förderung schon einmal aufstellen. Okay. Ich fange dann mal an mit der Storage Hopper. Auf der das, Seite das der anderen. Ja, dann werden wir die einfach. Wie machen wir das? Storage Hopper, Laubförderband Storage Hopper. So, dann stelle ich da auf. Jetzt kommt wieder die Phase der Storage Hopper Inflation. Genau. Jetzt werden wir wieder Stunden damit verbringen, Storage Hopper zu farmen. Aus Material für den Storage Hopper. Es würde ja kostengünstigere Storage Alternativen geben. Aber ehrlich gesagt haben wir die von der Technologie her noch nicht so weit erforscht, dass sie wirklich gut einsetzbar sind. Dann ist das so mehr kompliziert. Du musst dann wieder aufpassen, welche Materialien du alle in die Storage einlädst, dass du das nicht mehr richtig trennen kannst. Ups. Ja.
Okay. Sehr schön, sehr schön. Und schon wieder geht's dahin. Ah, dann lassen wir mal in der Breite. Auf der anderen Seite müssen wir auch noch aufbauen, ne? Ja, ich fürchte, dass wir jetzt dann das Storage Shop rausgehen, aber bald sollte ich noch produzieren können. Das Material habe ich ja noch. Da steht alles, das passt. Das läuft. Ein bisschen mehr gefördert wird. Nur Kohle kommt da nicht wirklich. Was haben wir denn da für einen Bohr gekauft? Ah, Idee. Da habe ich gerade reingegeben. Geht schon, schau. Kommt schon. Ja, jetzt tut sowas. Sehr schön. So. Das werde ich auch umbauen. Gut, dann gehen wir Storage Hopper produzieren. Ja. Ich werde das dann noch umbauen. Damit wir die andere Seite auch noch ein bisschen vergrößern. Mhm. Also Lager mit angereicherter Kohleschiene. Förderbänder? 91 Stück, ja. Könntest du dazwischen? Ah ja. Gesehen. Mach ich doch. So. Sehr schön. Gut, den Rest behalte ich. Ja. Weil ich bringe jetzt sowieso keine 3 Reihen mehr zusammen. Ich habe nur mehr 23 Stück und dann mal zu viel Eisen. Ah, wir müssen die Smelter auch noch aufbauen. Genau. Außerdem haben wir die Smelter noch. Ich glaube, das ist dann die nächste Folge, oder? Beginnen wir schon damit. Ja, ich werde jetzt einmal meine Erze ausleeren oben und. Wir brauchen unbedingt Eisen. Ja, Lithium brauche ich auch. Da habe ich nochmal 100 Bahnen. Okay. Ja, das habe ich jetzt die letzte Zeit überhaupt nicht produziert. Und. So, der Block ist sicherlich. Und Eisen, ja, genau. Dann würde ich mal die zwei Sachen jetzt noch holen. Mhm. Ich schaue mal runter in den Keller, so, vielleicht ein bisschen was ausheben. Ich glaube, Zinn werden wir auch. Ja, Zinn bin ich auch am Ende. Moment, ich habe 1800 Zinn. Soll ich da ein bisschen was in Storage geben? Nein, ich brauche jetzt keine Bahn oder Zinn. Du brauchst dir die 1800 auch immer wieder. Okay, dann werde ich hier ausleeren und nachfüllen. Ja, passt. Ja? Dann gehe ich runter und hole Eisen und Lithium. Ja. Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei Stockwerk. 8 oder so. Was wir ausheben gerade. 8? Mhm. Okay. Bei Stockwerk 8. So.
jetzt derzeit in unseren Schacht an, weil wir sind jetzt knapp vor der Toxikkaverne und uns fehlt noch dieses Teil für den Anzug, wo man das Gift filtern kann. Mhm. Ich habe aber einige schöne Vorkommen gefunden da unten. Titanium und Nickel. Beziehungsweise sogar jetzt zum Vortragsgericht gibt es noch jede Menge, okay, die wir das noch gar nicht kennen. Alleine für die Frozen Factory. Ja, das DLC haben wir ja. Glaube ich schon 3 Laserlängen nach unten ohne Lift. Ja, das. So, rauf geht's. Die Smelterproduktion bauen wir noch. Ja. Stimmt.
mühsam. Bist du noch immer? Bist du schon nach oben? Ja, ich stehe hinter dir. Neben dir, hinter dir. Du laufst gerade durch mich durch. Echt? Ich stehe mitten im Eingang. Ich stelle mich jetzt mitten in den Eingang. Du bist nicht da. Ich bin da. Ich schau weg. I'm the invisible man. Ich schau hin. Nein, du bist nicht da. Ich schau weg. Jetzt bin ich auch nicht mehr da. Wissen. Jetzt bin ich reingegangen und nutze die Gunst der Stunde und fühle da gleich einmal an. Da ist aber nichts. Das übliche Ding, Alter. Aha, also es knackt schon. Ich merke, dass es voller wird. Aber ich sehe dich nicht. Der Unsichtbare. Ja, so in etwa. Haha, geil, ich kann jetzt alle Storage Hopper anfüllen, rausnehmen, alles umdrehen und Tibra fällt es nicht auf. Ah. Schauen wir noch, wie unser Projekt ausschaut, aber das wird es nur arbeitet, laufen. Es saugt Energie. Da gucken wir mal rein, dann seht ihr es bei mir auch. Ja, läuft. Läuft, tutet. Ja. Ah, da ist er. Du bist gerade aus der Versenkung emporgekommen. Na? No. Na? No. Haben wir ein kleines Zeitdelta in der Wahrnehmung. Du bist ein Spinner. Nein, kein Zeitdelta. Na gut. Gut. Jo. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Tibra weist mich gerade darauf hin, dass es meine Folge, meine Ansage war. Unsere Folge natürlich, meine Ansage und damit meine Schlussworte. Was soll man großartig sagen? Wir sind am Schuften, ich vor allem und da meine Chefin am Anschaffen, wie immer. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich die Smelter aufstelle und mir befohlen wird, wie das passieren soll. Und ja, bis dahin. Happy viel Gaming. Spaß und Spannung und Überraschung. Und was gehört da noch dazu? Schokolade, glaube ich, schreibt die Tibra bei einer anderen Let's Player. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wieder einschalten bei Fortress-Kräfte Wolf, Let's Play, Together mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.